Hi, ich bin's Niklas, herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video wirst du einen super exklusiven Ausschnitt einer meiner letzten größten Events sehen, und zwar der SellerCon, wo ich über das Thema der Produktsuche spreche. Du findest hier auf YouTube hunderte von Videos, wo Leute dir erklären, wie du nach Produkten suchst und was ein gutes Produkt ausmacht. In diesem Video wird es darum gehen, was du bei der Produktsuche auf jeden Fall vermeiden musst, also was auf gar keinen Fall ein gutes Produkt ausmacht, und 6 Fehler in diesem Video kennenlernen, die fast jeder Amazon-Seller daraus macht und deswegen scheitert. Deswegen schau dir das komplette Video an. Viel Spaß damit. Let's go! Viel einfacher ist es, wenn man ein Business aufbaut, sich nicht nur darauf zu konzentrieren, was muss ich machen, sondern andersrum zu denken, okay, was macht denn nicht erfolgreich? Denn das kann man viel einfacher definieren. Dinge, die nicht erfolgreich machen, sind viel, viel, viel einfacher zu definieren. Und genauso ist es auch bei der Produktsuche. Was macht ein gutes Produkt aus? Ich kann hunderte von Sachen callen, aber ich weiß auf jeden Fall, was unerfolgreiche Produkte ausmacht. Bedeutet, Fehler Nummer 1 ist, sich von Anfang an zu überlegen, in welcher Umgebung baue ich mein Produkt, mein Business auf. Euer erstes Produkt ist natürlich in erster Linie für euch, das war für mich damals auch so, da habt ihr keine große Brand in Sicht. Ihr denkt jetzt nicht darüber nach, boah, wie mache ich daraus einen 100-Millionen-Imperium. Habe ich auch nie drüber nachgedacht. Aber es ist nicht verkehrt zu überlegen, hey, hat mein Produkt zum Beispiel Markenpotenzial? Bedeutet also, wenn ich einmal ein erfolgreiches Produkt am Markt etabliert habe, wie schwierig ist es dann, noch weitere erfolgreiche Produkte zu etablieren? Das ist ein Gedanke der Effektivität. Stellt euch vor, Adidas launcht einen Schuh. Dann haben die schon ihre Designer, die haben ihre Fabrik dafür, ja, die haben schon die Bilder, wie die immer aussehen, die haben schon die Marketingmodels, die diese Schuhe tragen sollen. Das steht schon alles. Du musst nicht alles nochmal von vorne, von null machen, sondern du kannst auf basierende Sachen zurückgreifen. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Zelt verkaufe und dann mache ich vielleicht noch ein anderes Zelt danach, da habe ich den Hersteller in der Regel schon, ich weiß, welche Bilder funktionieren, ich weiß genau, wie viel Werbekosten ich einplanen muss. Ich kann viel besser kalkulieren und spare mir super viel Zeit bei meinem zweiten Produkt. Das erste Produkt sollte eigentlich immer am längsten dauern. Ja? Das heißt zum Beispiel, hey, gibt es Markenpotenzial? Gibt es da Produkte, die ich im Anschluss auch verkaufen kann, die vielleicht sogar potenziell Kunden, die mein erstes Produkt gekauft haben, auch noch später von mir zusätzlich kaufen? Da denken super wenig Leute drüber nach. Das ist sehr wichtig. Wie geht man aber dabei überhaupt vor? Denn wenn ich jetzt sage, Kaltraucherzeuger, vielleicht ein Produkt, was jetzt nicht jedem geläufig sein wird, dann fragt man sich vielleicht erstmal, okay, hat es denn dieses Markenpotenzial oder nicht? Und um Produkte mit Markenpotenzial zu finden, ist es am geilsten, wenn man hingeht und nicht diesen Weg geht, den alle Leute mittlerweile setze ich meine Strategie durch, das gefällt mir, das freut mich am Markt, aber es sind immer noch viel zu viele Leute auf der Suche nach einer Produktidee direkt. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, stellt euch vor, ihr wollt Urlaub machen. Ja? Ihr wisst einfach erstmal nur, ihr wollt Urlaub machen. Genauso wie ihr wisst, ihr braucht eine Produktidee. So, und jetzt fragt ihr euch, was fragt ihr euch als erstes, wenn ihr Urlaub machen wollt? Was ist die erste Frage, die ihr euch stellt? Wohin? Genau. Wohin? Nicht, in welches Hotelzimmer will ich? Ja? In welchen, keine Ahnung, wie groß soll mein Balkon sein? Sondern ihr überlegt erstmal, in welchem Bereich. Wollen wir zum Beispiel nach Ibiza fahren? Oder wollen wir auf die Malediven? Oder wollen wir in die USA, nach New York zum Beispiel? Das ist die Frage, die ihr euch erstmal stellt. Also ihr legt erstmal einen Bereich fest, bevor ihr direkt nach diesem perfekten Produkt sucht, was so und so groß ist, so und so schwer ist, das Material verwendet und. Das ist viel zu detailliert, denn dann seht ihr ein Hotelzimmer, das gefällt euch und ihr denkt, geil, und dann seht ihr, boah, fuck, das ist in New York, ich habe aber nur 200 Euro Budget. Scheiße, ja, mache ich weiter. So, und deswegen sind super viele Leute in dem, was ich habe es so getauft, das Produktsuche-Hamsterrad. Ja, das Produktsuche-Hamsterrad. Das Produktsuche-Hamsterrad läuft so ab, dass man in die Produktsuche, eigentlich ist der Weg so, ihr startet irgendwann mal, hier ist euer Business-Start sozusagen, und dann wollt ihr Produkte finden, Hersteller, Import und dann wollt ihr irgendwann die Ware launchen, also das Produkt anfangen zu verkaufen. So, und bei vielen stellt sich ein Hamsterrad-Effekt ein, indem man eine Produktidee hat, die dann wieder verwirft, dann eine neue sucht, die dann wieder verwirft aus einem Grund, sei das, weil der Gewinn nicht stimmt, sei das, weil, keine Ahnung, irgendwie die Hersteller nicht stimmen oder aus irgendeinem Grund verwirft man das Ganze und man dreht sich eigentlich nur im Kreis. Genauso wie der Surfer, der am Paddeln ist und die ganze Zeit von den Wellen wieder zurückgeschubst wird.
So, und das ist ein riesengroßes Problem und in dem befinden sich wirklich legit, also wer von euch noch nicht intensiv Produktsuche gemacht hat, jeder, der diese Produktsuche macht, kommt früher oder später, wenn ihr nicht richtig vorgeht, in dieses Hamsterrad. Jeder. Das hast du noch nie erlebt oder man ist so leichtfertig, dass man irgendwie sagt, okay, ich verkaufe Handyhüllen, das muss ja funktionieren, weil viele kaufen das. Und hat einfach diese Entscheidung getroffen und ist dann sozusagen schnell gewesen. So, das heißt, das ist nicht das, was wir machen sollten, sondern das, was wir machen sollten, ist uns eine Nische auszusuchen, also einen Produktbereich, zum Beispiel so etwas wie Camping, Kochen, gesunde Ernährung, besser schlafen, ja? Oder, keine Ahnung, Gartengewächshäuser oder Tomatenanpflanzprodukte. Also einen Bereich aussuchen, in dem es mehrere Produkte gibt, von denen man erstmal grundsätzlich sagen kann, okay, das ist interessant, ich gucke mich in diesem Bereich erstmal um und wenn ich mich da umgeguckt habe, also ich sage zum Beispiel Ibiza und dann gucke ich, wo sind in Ibiza die geilen Locations, ja? Wo muss ich hin? Wo sind die besten Hotels? Wo habe ich Gutes? Wo passt mein Gewinn auf der anderen Seite? Ja, wo kann ich wirklich auch mit dem, was ich jetzt sozusagen mitbringe, erfolgreich werden? Das heißt, wir schauen uns erst die Nische an und dann gehen wir rein, wenn wir uns dafür entschieden haben und suchen das Produkt. Und jetzt passiert Folgendes. Natürlich werden wir auch mal feststellen, dass eine, ich nenne das immer Positionierung, dass eine von diesen Positionierungen auch mal scheiße ist und wir die dann auch wieder verwerfen. Aber dann gehe ich nicht komplett zurück, sondern ich falle immer zurück auf diese Nische und kann dann von da aus sehen, okay, zum Beispiel das Zelt mit den Eigenschaften, das rechnet sich jetzt vielleicht nicht, aber ich habe mich jetzt schon mit der Zielgruppe der Zelte so tief beschäftigt, dass ich genau weiß, was denen trotzdem auch gefallen könnte und rechne das jetzt durch. Damit bin ich viel schneller, viel effektiver und kann durchaus auch mal in einer Woche oder zwei Wochen eine Produktidee suchen. Ja, und muss nicht unbedingt irgendwie 4-5 Monate dafür einsetzen. Kann natürlich auch nur funktionieren, wenn man es am Ende richtig umsetzt. Ja? Also, das bedeutet, wir suchen erst eine Nische, nicht erst die Produktidee. Allen klar? Ja oder ja? Ja? Alright. So, Fehler Nummer 2. Produkte ohne tieferen Mehrwert verkaufen. Wie entsteht Gewinn? Wie entsteht Gewinn? Gewinn entsteht, wenn wir den Einkaufspreis, also unsere Kosten sozusagen, möglichst weit von unserem Verkaufspreis trennen. Das ist in jedem Business so. In jedem Unternehmen ist es so. Das wollen wir möglichst weit voneinander trennen. So, bedeutet im Grunde genommen, wir können entweder schauen, wo wir Geld einsparen können. Das ist immer eine begrenzte Sache. Das Geld einsparen ist immer begrenzt, sonst ist das Produkt irgendwann scheiße. Die Qualität ist schlecht oder sonstiges und man spart vielleicht zu viel und am Ende des Tages kriegt man nur schlechte Bewertung. Man kann aber auf der Verkaufspreisebene deutlich dran arbeiten. Bedeutet also, es gibt Produkte, die wahrscheinlich preis-leistungstechnisch schlechter sind als andere und trotzdem viel öfter verkauft werden. Und die Leute auch danach sagen, das ist das viel geilere Produkt. Und das schafft ihr in der Regel nur bei Produkten, die einen tieferen Mehrwert bieten. Nicht zum Beispiel bei etwas wie einer Knoblauchpresse. Ja, oder was haben wir als Beispiel? Zum Beispiel haben wir hier ein Produkt mit wenig tiefen Mehrwert. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, was es ist genau. Ich glaube, für Katzen, um die Haare daraus zu ziehen. So, das ist ein Produkt, das ist total wertvoll. Ja, das bringt total viel. Aber jedes dieser Produkte ist eigentlich mehr oder weniger fast identisch. Ja, also klar, es gibt vielleicht ein bisschen bessere oder ein bisschen schlechtere, aber niemand wird jetzt irgendwie das Fünffache wahrscheinlich investieren, wenn es da schon Produkte gibt mit mega geilen Bewertungen, die top sind. Ja, da kauft niemand so ein Ding für 60 Euro, wenn er es auch für 15 Euro kriegt. Oder so ein Campingkochtopf, der nur aus Aluminium besteht. Ja, klar, es gibt wahrscheinlich eine Campingkochausrüstung, die teurer ist in so einem kompletten Set mit dann zusätzlichen Materialien, aber nur dieses Produkt, nur weil da ein anderer Markenname oder sowas draufsteht, gebe ich dafür nicht 40 oder 50 Euro mehr aus, wenn das Material und alles gleich ist, so eine Knoblauchpresse. Warum soll ich da 10-mal so viel Geld für ausgeben, ja? Wenn ich es auch für weniger Geld bekomme. Aber zum Beispiel so eine Sache wie ein Kissen. Warum könnte ein Kissen für mehr Geld weggehen? Warum? Ja, genau. Vielleicht hat jemand Schlafprobleme. Oder jemand hat Nackenschmerzen. Und Nackenschmerzen sind mir wert, mal 20, 30 Euro mehr zu bezahlen, wenn ich ein Produkt finde, was diesen Problem löst. Absolut. Ja. Ein Fahrradsattel. Ey, come on. Ja, es gibt Leute, die fahren jeden Tag 30 Minuten zur Arbeit. Ich würde da 100 Euro für bezahlen, wenn ich mir immer Schmerzen am Arsch danach hätte. Oder sage, okay, gucke ich hier auf jeden Cent, um das günstigste Produkt zu finden. Nein. Ich will ein geiles Produkt, was gut zu mir passt, was mich nicht krank macht und Co. Ich bin bereit, mehr Geld dafür auszugeben. Oder Supplements. Leute, die auf zum Beispiel ihre Ernährung achten. Irgendwie hier so ein, ich weiß jetzt gar nicht genau, was das ist. Oder zum Beispiel ein Felgenspray für schwarz-matte Felgen. Wer hat schwarz-matte Felgen? Eigentlich nur irgendwelche BMW, Benz, whatever. Hier kann man sich die einen oder anderen angucken, Bentley oder sowas.
Also du wirst sehr selten irgendwie so ein Opel Corsa oder so mit schwarzmatten Felgen holen. Das sind alles Leute, die haben relativ viel Geld. Die Felge selbst kostet wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro oder so oder sogar noch mehr. Ja, dann gibst du vielleicht auch für das Reinigungsmittel ein bisschen mehr aus und guckst nicht auf den letzten Cent. Das ist Positionierung an der richtigen Zielgruppe und ein Produkt grundsätzlich zu verkaufen mit dem richtigen Mehrwert. Dann keine zu einfach vergleichbaren Produkte zu verkaufen. Also Produkte, die zu simpel sind, sodass man sie einfach miteinander vergleichen kann, wie zum Beispiel ein Plastik-Küchenbrett. Klar, wir können eine neue Farbe machen und vielleicht sagt jemand, dieses Neongelb von der Marke, das tut es mir so an, ich zahle das Dreifache dafür. Ist sehr unwahrscheinlich und selbst wenn es funktioniert, dann kopiert euch einfach jemand. Ja, dann würde ich einfach hingehen und sagen, ich mache auch ein, da kommt irgendjemand, macht auch ein Neon-Dings und holt euch immer mehr vom Umsatz ab, weil es dann einen Preiskampf gibt. Dann sagt er, warum soll ich das für dreimal so viel verkaufen? Ich verkaufe es für die gleichen Preise wie die anderen auch und mache dann meine 2 Euro Gewinn oder so. Ja. Wenn wir auf der anderen Seite haben, das war meine Lieblingsumfrage. So, ihr seid jetzt alle auf einmal so richtige Pumper, okay? Setzt euch mal mindset-technisch in diesen State. Ihr geht jeden Tag ins Fitnessstudio, ihr reißt die 200 Kilo von der Hantelbank weg, ja, und jetzt wollt ihr neues Proteinpulver kaufen. Wer von euch kauft das Proteinpulver? Es gibt 2 Proteinpulver. Einmal gibt es eins für 9,99 Euro den Kilo und es gibt eins für 29,99 Euro den Kilo. Wer kauft das für 9,99 Euro? So, und wer kauft das für 29,99 Euro? So, warum? Seid ihr alle blöd? Ich habe ja gar nichts dazu gesagt. Kostet aber 20 Euro mehr. Kann ja sein, dass das 9 Euro sogar besser ist. Weil der wahrgenommene Wert hinter dem Produkt hoch sein muss, damit es geil ist. Ich will dafür viel Geld ausgeben. Ja, ich will ein geiles Proteinpulver mit geilen Inhaltsstoffen und ich gehe davon aus, dass wenn ich mehr bezahle, dass das Produkt besser ist. Super wichtig im E-Commerce. Ich gehe davon aus, dass wenn das Produkt teurer ist, dass es besser ist. Das ist ja auch in den meisten Fällen so, weil man kann halt nur mit einem höheren Verkaufspreis auch höhere Einkaufspreise rechtfertigen. Ja, das gleiche ist bei einem Kinderwagen zum Beispiel. Ja, ich habe einen Kinderwagen gekauft für, boah, ich weiß gar nicht, 1400 Euro oder 1500 Euro. Gut, ich habe es gekauft, weil ich ein Markenopfer bin. Ich bin überhaupt kein Markenfan, außer bei Mercedes. Ich habe selber da gearbeitet. Ich liebe das Unternehmen, hat mir so einen Mercedes-Benz-Kinderwagen geholt. So für 1400 Euro. Der ist geil so, mega geil. Also wirklich ein Top-Produkt in jeglicher Art und Weise. Aber wahrscheinlich hätte ich für 700 oder 800 Euro, glaube ich zumindest, wahrscheinlich auch einen guten bekommen. Und hätte halt 700 oder 800 Euro sparen können. Wie geistesgestört das ist. Aber das Produkt war es mir wert. Und in dem Fall war es ein bisschen, weil ich, wie gesagt, da ein bisschen Opfweg unterwegs bin. So, erstmal ganz kurz. Also, keine einfachen, vergleichbaren Produkte verkaufen ohne Preiselastizität. Also, kurz noch dieses Wort, Preiselastizität, bedeutet im Grunde genommen, dass ihr in einen Markt reinschaut, wo es günstige Produkte gibt, aber auch teure Produkte. Beide können sich verkaufen. Es ist kein Problem, wenn sich günstige Produkte verkaufen. Aber wenn ihr seht, dass sich auch teure Produkte verkaufen, dann wisst ihr, okay, es gibt auf jeden Fall einen Teil der Zielgruppe, die grundsätzlich bereit sind, mehr Geld auszugeben als notwendig. Und das ist ganz wichtig, denn daraus können wir später mit einem geilen Produkt Marge machen. Okay? Also erstmal für jeden verständlich, ja oder ja? Ja! Ja oder ja? Ja! Nochmal, ja oder ja? Ja! Eine Sache, die ich euch auch mitgeben kann, mindset-technisch, eine Sache, die ihr braucht, wenn ihr richtig erfolgreich werden wollt, nicht nur Kohle machen, sondern wenn ihr geile Freunde wollt, geile Familie, geile Reisen, ihr braucht Energie. Ey, mal wenn ich durch Deutschland, durch die Straßen gehe, ich bin zum Beispiel nach Berlin gezogen, weil ich dachte, da gibt es wenigstens ein bisschen Ellenbogenmentalität. Es gibt mal einen Menschen, der mich auf dem Bürgersteig überholt oder mal einen, der mich auf der Straße überholt. Ja? Weil die meisten Leute schlafen heutzutage ein in unserem Land. Das ist super, super wichtig. Ihr werdet Energie brauchen, wenn ihr mehr erreichen wollt als andere. Also, klar oder klar, ja oder ja? Ja! Nice. Es geht doch. Okay, so, Fehler 4, zu günstige Produkte. Möchte ich nicht so tief drauf eingehen, ist glaube ich jedem klar, teure Produkte machen mehr Geld. Das ist immer so. Also umso, wenn ihr ein Produkt im Bereich, das ist ja nur 3 oder 4 Euro. Habt ihr aber ein Produkt, was sich für 100 Euro verkauft und ihr habt 10% eingeplant oder 20, dann habt ihr schon 10 bis 20 Euro. Also viel mehr Budget zur Verfügung und habt dementsprechend auch, wenn da mal ein bisschen mehr Kosten auf euch zukommen, ist nicht direkt euer komplettes Produkt im Arsch, eure Marge im Arsch, beziehungsweise der Gewinn am Ende. So, im Grunde genommen ist es so, dass jede Nische, jedes Produkt, was ihr verkaufen werdet, immer genau 3 Zielgruppen hat. Sparer, Normalos und Gönner. Diese 3 gibt es immer. Das ist der Kunde beim Aldi, der in den Aldi reinrennt und schaut bei den Nudeln, na, wo sind meine 39-Cent-Nudeln? Ja? Der guckt, wo sind die 39-Cent-Nudeln, der grabt sich die Nudeln, der ist happy, der feiert, dass er das für 39 Cent bekommt. Danach, ja, kommt die Familie rein. So, die sind jetzt nicht reich so und die gucken, ja, die 39-Cent-Nudeln, ja klar, gibt es die auch, aber komm, lass mal die Barilla-Dinger da holen für 1 Euro, das ist ja auch in Ordnung. Ja, komm, wir nehmen mal die Barilla-Dinger mit. Und dann kommt der Friedrichshain,
und aus Berlin, der Friedrichshain Bewohner, und guckt, wo sind meine mit Cashewkern versetzten Nudeln für 7,99 €? Ja? Und gibt einfach abstrakt viel Geld für das Produkt aus. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Produkt das 10- oder 20-fache kosten kann, obwohl es fast identisch ist. Ist nicht ungewöhnlich. Ja? Wir haben zum Beispiel damals mal ein cooles Projekt umgesetzt, da haben wir, das ist jetzt keine Nische, die ich euch empfehlen würde, aber da haben wir Rucksäcke als Wickelrucksäcke verkauft, und Wickelrucksäcke sind deutlich teurer in der Regel als Rucksäcke, obwohl es das gleiche Produkt war, was nur etwas anders gebrandet war, hatten wir die super günstigen Einkaufspreise und die super hohen Verkaufspreise und haben da, glaube ich, damals eine Marge gemacht von fast 40%. Das ist super, 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 super viel im E-Commerce, weil es das smarte Umbranding war. Ja? Das heißt, es ist vollkommen normal, dass es teure und günstige Produkte gibt in jedem Bereich. Hier zum Beispiel bei Autos, ja, ist genauso. Und es ist auch nicht so, dass jemand kontinuierlich immer nur Sparer ist. Also jeder von euch kennt das. Wer von euch hat, denkt mal an eine Sache, für die ihr selbst viel mehr Geld ausgebt als notwendig? Keine Ahnung, vielleicht seid ihr Snowboarder oder so und habt euch ein Snowboard für 2.000 € gekauft. Ja, oder, keine Ahnung, ihr habt irgendein Hobby, für das ihr viel mehr ausgebt als eigentlich notwendig. Hat das jeder von euch? Ja? So, und da seid ihr Gönner zum Beispiel. Und dann gibt es auch Sachen, die sind euch total unwichtig. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einkaufen gehen würde und meine Freundin würde sagen, Jo, Niklas, bring mir mal irgendwelche Putzlappen oder sowas mit, dann würde ich wahrscheinlich gucken, was sind die günstigsten Putzlappen, weil es mir scheiße, ich check nicht mal den Unterschied dazwischen. Ich denke mir, Lappen ist Lappen. Ja? Und würde dafür wenig Geld ausgeben. Meine Freundin wüsste, wie sie dafür sehr viel Geld ausgeben könnte. Gehe ich zumindest mal von aus. Das heißt, unterschiedliche Zielgruppen. Und unser Ziel ist es, in unserer Nische immer diese Normalos oder Gönner anzusprechen, niemals die Sparer, weil bei denen ist es super schwierig, Geld zu machen. Das ist eher dann für ganz, ganz große Unternehmen, die da anders ihre Kostenstrukturen haben. Fehler Nummer 5 und einer der entscheidendsten und wichtigsten Punkte, die Leute vergessen: kein Proof of Concept zu haben von einem Produkt. Und mit kein Proof of Concept meine ich, nicht wirklich darüber nachzudenken, was die Zielgruppe eigentlich will und was die Bedürfnisse der Zielgruppe sind. Kein Vier-Augen-Prinzip. Wir haben zum Beispiel schon super viele Ideen gehabt von Kunden, die auf den Markt gekommen sind, die gesagt haben, boah, das muss doch voll, voll krass sein. Was aber, wo wir gesagt haben im Produktcall, nee, sorry, ich glaube nicht, dass es geil wird. Beispiel sind diese Boxen mal so, Potatoes, Onions und Garlic. So, das heißt, solche Aufbewahrungsboxen gibt es wie Sand am Meer. Ja, die haben grundsätzlich, wenn man nicht viel für Marketing investieren müsste, eine sehr geile Marge. Und wenn du jetzt da drauf gehst oder dieses Produkt siehst, dann denkt man vielleicht erstmal, hey, ist eine coole Idee. Das ist direkt beschriftet, die Leute wissen, was reinkommt. Das Problem ist, dass wir in einem super umkämpften Markt sind. Das heißt, wir müssen schon einen relevanten Anteil vom Marktanteil holen. Und die Frage ist jetzt, okay, wenn wir schon da Potatoes, Onions und Garlic drauf geprintet haben, dann kann man ja auch nichts anderes reinpacken. Beziehungsweise man kauft das nur, wenn man genau für diese drei Dinge Aufbewahrungsboxen hat. Wer hat denn genau diese drei von euch? Also nur diese drei. Ja, eine Person, das ist das Problem. Die Idee ist gar nicht so schlecht, aber wenn man über die Zielgruppe genauer nachdenkt, es wäre zum Beispiel cool, wenn es das vielleicht als variable Aufkleber oder sowas geben würde. Das wäre wieder eine andere Idee. Aber ein Proof of Concept, mal jemand anders, der über eure Idee rüberschaut. Unser Gehirn und Unterbewusstsein neigt dazu, unsere eigenen Ideen immer zu glorifizieren. Das ist wie beim Kochen. Immer wenn ich was koche, finde ich das super lecker und jeder andere am Tisch sagt so, ja, ist in Ordnung, ne? Kennt der eine oder andere vielleicht von euch. Mein Opa zum Beispiel, das ist immer, wenn wir selbst für irgendwas hart gearbeitet haben, dann neigen wir dazu, das einfach zu lieben. Mein Opa zum Beispiel, der hat mal eine Verdienstnadel bekommen von der Kirche dafür, dass er ein paar Millionen eingesammelt hat, um eine Kirche neu zu bauen in Langwaden oben in der Nordsee. Und da kam so ein höherer Typ halt von der Kirche und hat ihm so einen Anstecker in die Brust gesteckt. Und zwar wortwörtlich, der hat ihm das in die Brust gesteckt. Das heißt, das Ding war fast 1,5 cm in seinem Fleisch drin. Mein Opa hat danach, meine Oma hat mal gesagt, der hat da 3-4 Nächte, da, oh, meine Schulter, meine Brust. Aber diesen Pin hat er sich eingerahmt und irgendwo hingehängt. Warum? Weil er dafür leiden musste. Und leiden oder arbeiten oder was tun, das ist immer was, da sind wir immer stolz auf. Das heißt, wenn ihr eine eigene Produktidee habt, müsst ihr die immer verifizieren lassen eigentlich, weil man halt oft auf beschissene Ideen kommt, die vielleicht teilweise geil sind, aber wo dann nochmal jemand anderes sagt, nee, nee, nee. Ich zum Beispiel habe das super oft. Manchmal reiße ich meinen Stuhl zurück, habe im Office eine geile Idee, renn zu Tim oder Tobi zum Beispiel hin und sage, ey, wir müssen das, das und das machen. Und dann kommt Tim und sagt so, ey, aber hast du mal daran gedacht, dass es entweder gar nicht geht oder wenn das oder das der Case ist, macht es gar keinen Sinn. Und dann gehe ich immer wieder traurig zurück. Also ich kenne die Story leider selbst von mir. Deswegen ein Fehler, den man nicht machen sollte. Deswegen ist es immer geil, wenn man ein Team hat. Also ist deine Idee wirklich geil oder stupid? Beispiel ist das Thema der Varianten.
Also darüber nachzudenken, wann kauft der Kunde nicht. Kaufszenario, ganz wichtig. Das geht jetzt schon ein bisschen tiefer, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil sich das auf Hunderttausende von Euro, wenn man ein Business größer aufbaut, erstrecken wird. Wir haben zum Beispiel ein Produkt, nur durch das Vermeiden dieses Fehlers, obwohl wir am Anfang gemacht haben, haben wir bestimmt 500.000 Gewinn mehr gemacht. Nur durch den Vermeiden dieses einen Fehlers bei einem einzigen Produkt über 2, 2,5 Jahre. So, sind wir bei einem Zelt. So, ein Zelt ist jetzt folgendermaßen. Stellt euch das mal vor. Ihr geht auf Amazon und sucht nach einem Zelt. Ihr gebt 1, 2 Personen Zelt. So, Enter. Boom. Ganz viele Angebote. Worauf klickt ihr? Ja, Bestseller zum Beispiel. Eigentlich guckt man immer auf die Bilder. Also die meisten Leute gucken auf die Bilder und gucken, passt das Produkt zu mir oder passt es nicht zu mir. Das Problem ist aber ja, ihr seht ja immer nur ein Bild. Ihr seht ja nicht alle Funktionen von dem Produkt und alles drum und dran. Das heißt, super viele Leute klicken auf euer Produkt, weil es ihnen erstmal vielleicht gefällt. Ja, ohne jetzt genau zu wissen, wen ihr damit genau ansprecht und was alles genau an Eigenschaften und Vorteilen euer Produkt bietet. Oder auch zum Beispiel, was an Varianten und Auswahlmöglichkeiten und Angeboten ihr habt. Ihr geht in einen Schuhladen, ihr seht einen Schuh vorne, wollt vielleicht gar nicht den Schuh kaufen, sondern denkt, boah, den gibt es vielleicht auch noch in Rot. Hat jeder schon mal gehabt? Oder boah, die Jacke sieht geil aus. In der Farbe will ich sie nicht holen, aber ich gehe mal in den Laden und gucke mir das an. So, jetzt klickt ihr auf euer Produkt und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die passieren. Entweder euer Produkt trifft die Bedürfnisse, juhu, und der Kunde kauft es. Oder es trifft nicht die Bedürfnisse und er sagt sich, boah, geiles Ding, aber zum Beispiel bei dem Zelt, da ist ja gar kein Platz für Torben, unseren Hauskater, den wir immer zum Campen mitnehmen. Ja? Torben kann da nicht unterkommen, Zelt ist zu klein. In dem Fall kauft ihr natürlich nicht, sondern klickt auf irgendein anderes Produkt. In dem Moment, wo ihr Varianten habt oder ein Angebot, eine größere Auswahl habt, verringert ihr die Cases, Produkt trifft nicht die Bedürfnisse und erhöht die Cases, Produkt trifft Bedürfnisse. Die einfachste Möglichkeit, die Conversion zu erhöhen, ist das Angebot zu erhöhen. Dem Kunden die Möglichkeit zu geben, auf eurem Listing das richtige Produkt zu finden. Das ist conversion-technisch so, als stellt euch aber mal ganz stupid vor, ihr hättet ein Ladengeschäft, da stehen draußen Schuhe, ja, und ihr geht da rein und ihr findet die Schuhe total super, aber alle Schuhe sind nur in Schuhgröße 37. Ihr könnt die Schuhe noch so geil finden, wenn ihr Schuhgröße 40 habt oder 45, kauft ihr nichts. Das ist ein Extrembeispiel, aber genau diesen Fehler begehen so viele Leute auf Amazon, weil jahrelang von super vielen Leuten erzählt wird, macht bloß keine Varianten, das ist zu aufwendig. Dabei ist es überhaupt nicht aufwendig. So, das bedeutet, in dem Fall habt ihr immer noch die Chance, mit dem richtigen Angebot die Leute zu catchen. Bedeutet also, wie Varianten die Conversion beeinflussen, ist relativ einfach. Was kann passieren? Das Produkt ist nach der Prüfung zu teuer. Kann ja zum Beispiel sein, dass ihr auf euer Produkt klickt, das erstmal geil findet, aber dann denkt, oh nee, es ist mir doch zu teuer. Oder auch zu günstig. Ja, es kann auch sein, dass ein Produkt zu günstig ist. Wer kennt das? Er will was kaufen. Er findet das Produkt eigentlich geil, aber das Gefühl, das ist eigentlich zu günstig. Das kann gar nicht geil sein. Also mir passiert, das ist, also relativ viele Leute, also das passiert gar nicht so selten. Qualität ist zu gut oder zu schlecht. Das heißt zum Beispiel, ich will ein Campingzelt kaufen für ein Festival. Okay, das ist mir zu teuer, die Qualität brauche ich gar nicht, sondern ich will was Günstigeres haben. Ja, Farbe oder Design passt nicht. Das heißt, das Ding an sich ist geil, aber es sieht einfach nicht geil aus. Die Größe passt nicht. Ich will ein Topset kaufen und da sind 4 Töpfe bei, aber einen davon brauche ich gar nicht. Oder der eine ist so groß, den werde ich nie benutzen. Warum soll ich dann dafür was mitbezahlen? Das Modell ist nicht das Richtige. Bedeutet also zum Beispiel, hey, dieser Staubsaugeraufzug für Dyson oder sowas sieht voll geil aus. Aber er ist halt nicht für Dyson, sondern für irgendeine andere Marke, die ich nicht kenne. Bringt mir nichts, kann ich nicht kaufen. Ich finde zwar die Systematik dahinter, das Produkt an sich geil, aber es ist nicht das richtige Modell. Oder ihr verkauft eine Armatur, ein Spülbecken zum Beispiel. Das ist ein Produkt, das 2 Kunden, die das komplett durchballern in dem Markt. Und ihr verkauft das Ding und ihr habt nicht die passenden Anschlüsse. Das kann dem noch so gut gefallen. Der will jetzt nicht euer Produkt kaufen, sich den Pain machen, dann extra noch so einen zusätzlichen Handwerker oder Anschlusstyp da einzuschalten. Oder zumindest wird es weniger Leute geben, die es kaufen. Ja? Stückzahl ist nicht ideal. Wir haben mal einen Kunden gehabt, der kam zu uns mit einem Produkt. Metallstrohhalme. Also wenn ihr aufgepasst habt, was glaubt ihr, ist Metallstrohhalme ein geiles Produkt oder ein beschissenes? Ist es geil oder beschissen? Ja, richtig. Ihr könnt es ruhig laut sagen. Wir sind ja hier nicht in der Kirche. Es ist beschissen. Ja, so, was haben wir gemacht? Wir haben aber seine gesamte Bestellung in 3 Produkte getrennt. 3 × 5.000 Metallstrohhalme. So, das heißt, wir mussten nicht mal 15.000 Metallstrohhalme, er hat, glaube ich, vorher 2 oder 3 das jetzt gemacht, sondern wir haben 3 Kunden gesucht, die 5.000 kaufen wollten.
Oder ich weiß nicht, oder wir hatten 2000 oder so. Auf jeden Fall haben wir ein großes Set gemacht, haben die Zielgruppe geändert und haben das dann Gott sei Dank sogar damals mit Profit abverkauft. Aber ich habe ihm trotzdem gesagt, danach hör auf mit dem Scheiß. Das ist mir viel zu heikel. Ja, B2B an Restaurants oder sowas. Ja? Das heißt, die Stückzahl kann nicht ideal sein. Kann zum Beispiel sein, jetzt bei einem Zelt vielleicht nicht unbedingt, aber zum Beispiel bei einer Campingmatratze, dass ihr einfach automatisch mehr Conversion habt, wenn ihr ein Zweier-Set macht, weil super viele Leute halt zu zweit in einem Zelt schlafen und dann oft, wenn sie eine kaufen, auch eine zweite kaufen. Oder es zumindest als Variation anbieten, wo der Kunde dann vielleicht ein bisschen sparen kann beim zweiten Produkt. Habt ihr einen Vorteil vor jemand anderem? Das Zubehör fehlt, ja? Oder nicht für den, oder zum Beispiel jetzt auf dem Zelt gesehen, Zubehör fehlt, was könnte das bedeuten? Was könnte fehlen? Heringe, genau. Das kann sein, dass euer Produkt den Kunden voll überzeugt, aber der will doch jetzt nicht noch gucken, wo kann ich denn jetzt Heringe kaufen und wie viele brauche ich denn überhaupt für das Set. Das sind alles Gründe, die der Kunde nicht haben will. Der will so einfach wie möglich, macht dem Kunden so einfach wie möglich, euer Produkt zu kaufen. Und ihr werdet eure Conversion erhöhen. Ja? So. Das heißt, wir haben hier 1,8 Millionen Euro Umsatz in Zelten, das ist im Sommer, ja, jetzt im Winter natürlich nicht. Bei Pop-Up-Zelten und ihr seht jetzt diese Produkte. So, und das Ding ist wirklich, die Produkte sehen so ähnlich aus, das sind andere Produkte, aber die sehen so ähnlich aus, das ist, kann Zufall sein, wo der Kunde draufklickt. Komplett. Und es kann sein, dass ihr durch die richtige Variante den Sale holt oder eben halt auch nicht holt. Zum Beispiel die Personenanzahl. Guck mal, jetzt mal ganz, ganz einfach. Da vorne ist ein Sale für 2 Personen. Das Sale hier ist für 4 Personen. Das sieht aber auf dem Bild genau gleich aus. Es kann auch sein, dass die Person, die für 2 Personen sucht, außerdem auch 4 Personen-Zelt liest, weil sich nicht jeder den scheiß Titel durchliest. Wir sind heute so schnell mit unserem Daumen. Also, was unterscheidet die Zielgruppe von Zelten? So ist der Vorgang dann. Hey, wir gucken uns, okay, Personenanzahl, wie groß soll das sein? Gibt natürlich auch noch anderes, jetzt ein Beispiel. Ja? Das heißt, 1 Person, 2 Personen, 3 Personen-Zelte. Geschmack, also Farbe zum Beispiel in dem Fall. Schwarz, grün, blau. Vielleicht ist auch ein pinkes Zelt geil, I don't know. Aber das sind zum Beispiel die Farben, die interessant sind. Und es kann zum Beispiel sein, Schwarz zum Beispiel oder Grau wäre wahrscheinlich so eine relativ neutrale Farbe. Aber wir haben schon Kunden erfolgreich gemacht, indem wir irgendwelche weirden Farben ergänzt haben. Das bekannteste Beispiel davon ist, das kennen unsere Kunden aus den Workbooks, ist das Hausbett. Ja, da hat wirklich jemand ein Hausbett, so ein Produkt, das kannst du für dein Kind zu Hause, das ist sozusagen, sieht aus wie ein ganzes Haus, darin kann das Kind halt schlafen, kostet 300, 400 Euro, davon gibt es 1 Million Verkäufer und der ist einfach hingegangen und hat halt 2 Varianten gemacht, einmal mit blauen Gardinen für Jungs und einmal mit pinken Gardinen für Mädchen. Ja. Also eine ganz furchtbare Gender-Sache, die da vor sich gegangen ist, aber funktioniert natürlich großartig. Ja, großartig, obwohl der einen scheiß Vorhang dazu, also die waren alle grau oder weiß, die Vorhänge. So, der jetzt halt farblich gemacht, für die Zielgruppe angepasst. Qualitätserwartung, Top-Qualität, gute Qualität oder Hauptsache dicht. Ja, gibt sozusagen, also bei Festivalgängern Hauptsache dicht, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind die Sachen, die sich die Zielgruppe sozusagen fragt. Und wenn ich jetzt auf die Zelte gehe auf Amazon, dann sehe ich nur bei 3 oder 4 Anbietern zum Beispiel Farben oder Größenunterschiede. Und das ist unglaublich große Chance und Potenzial, die für jeden Einzelnen da drin liegt, der jetzt hier gerade sitzt. Alleine durch das Vermeiden dieses simplen Fehlers könnt ihr eure Conversion erhöhen. Dadurch werdet ihr massiv Marketingkosten sparen. Ihr werdet auf jeden Fall umsatztechnisch, marktanteilstechnisch von Amazon belohnt werden, denn Amazon liebt Conversion. Also wie viel Prozent der Leute, die auf euer Listing klicken, auch kaufen. Umso höher diese Prozentanzahl, desto geiler. Hier zum Beispiel genau das gemacht worden. Geiles Beispiel mit Fahrradsätteln. Denk dich in die Zielgruppe rein. Wie geht der Kunde hier beim Kauf vor? Worin unterscheidet sich die Zielgruppe? Auf welches von den Produkten klickt ihr? Welches ist der richtige Sattel für euch? Wir fragen nur die Fahrradfahrer. Was glaubt ihr? Wo klickt ihr drauf? Sag mal, wo willst du draufklicken? Wer ist Fahrradfahrer? Du bist. Den mit dem Bestseller-Wedge. Genau, den mit dem Bestseller-Badge, okay. So, worauf willst du klicken? Ja. Den mit den meisten Bewertungen, ja, okay. Also auf den Witkop. Oder nee, der andere hat, nee doch, der hat die meisten, ja. Noch jemand? Ja. Mit dem Set, ja. Genau, mit dem Set, mit den anderen Sachen. Und warum klickt ihr da drauf? Weil ihr denkt, das Produkt ist das Richtige für mich. So. Aber die wenigsten von euch, selbst obwohl sie täglich vielleicht Fahrrad fahren, werden wissen, welcher Satteltyp der richtige für sich selbst ist. Wir sind ja keine, also nur wenn man Fahrrad fährt, bin ich ja kein Fahrradmechaniker. Ich weiß ja nicht, wie sich das verhält für mich. So, und dann ist es ganz einfach, die Varianten hinzugehen und zu sagen, okay, es gibt eigentlich 3 große Unterscheidungen von Zielgruppe. Einmal Leute, die vor allem in der Stadt fahren, also kurze Wege in der Regel. Ja, einmal Mountainbiker.
die sozusagen richtig fetzen wollen. Das ist eine andere Form und Art von Sattel, die erstmal zum Beispiel die meisten Leute anklicken. Wir haben herausgefunden, dass fast alle Leute, obwohl es am Ende die wenigsten kaufen, auf den Mountainbike-Sattel klicken, weil der am geilsten aussieht, weil die so schön dünn sind. Die sehen super aus, sind aber super ungemütlich, weil die relativ hart sind. Und Tracking, also Leute, die viel Touren machen, also lange unterwegs sind. So, indem wir aber diese drei Varianten ergänzen, haben wir auf einmal, egal ob der Kunde auf unser Mountainbike-Ding oder worauf immer der drauf geklickt hat, haben wir die Möglichkeit, ihm direkt zu zeigen, das ist das richtige Produkt für dich. Nicht das, sondern das. Das heißt, wir können sozusagen durch unsere Varianten auch noch Kaufberatung durchführen. Das ist jetzt ein bisschen ein extremes Beispiel, wird mit dem Produkt halt knapp 300.000 Euro Monatsumsatz generiert, aber da seht ihr, das ist nur Varianten. Das ist nur Varianten. Und das ist ein, leider, ich finde das Produkt selbst relativ scheiße, eigentlich von der Qualität her, aber das ist geistesgestört. 6.200 Sattel im Monat zu verkaufen, dadurch. Das ist der Punkt, ja. Also der Sattel kann sonst nichts Besonderes, er hat keine Funktion oder sowas, sondern das ist der Attachment. So, bedeutet also für alle, das ist jetzt das Hauptlearning, sind eigentlich die Varianten, aber ein Proof of Concept, also zu überlegen, was passiert im Kopf des Kunden. Ist das für alle klar? Ja oder ja? Ja! Alright, so, dann Fehler Nummer 6. Nicht das gesamte Bild im Kopf haben und das ist eine Sache, ich arbeite seit ungefähr 3 Wochen sehr, sehr, sehr hart und intensiv an einer absoluten Revolution unserer Produktsuchstrategie und dieser Punkt, den habe ich dieses Mal auch das erste Mal irgendwo mit hingebracht, ist einer der größten und wichtigsten Punkte, der es uns ermöglicht, ein völlig neues Produkt am Markt zu etablieren, ohne großen Aufwand auf der anderen Seite in der Produktrecherche oder auch Entwicklung zu haben, sondern dass es im Grunde genommen super schnell ist, indem wir halt nicht mehr in Produkten denken, sondern in einem Angebot. Denn am Ende kauft der Kunde nicht das Produkt, sondern er kauft das Gesamtpaket mit dem Preis, mit den Bildern, mit der Zielgruppenausrichtung und, und. Hier zum Beispiel, das Produkt ist das iPhone. Aber niemand kauft es wegen diesem Bild von diesem Produkt, ja? Sondern ihr geht zum Beispiel auf die Seite und klickt euch durch. So, bei Apple ist natürlich sehr viel Branding drin. Du wirst es lieben zu dem Preis, iPhone, das Telefon für Fotografen. Was passiert, nachdem du es wegwirfst? Ja? Und es gibt Leute, die kaufen dieses Telefon nicht weil diese Metallzusammensetzung so sonderbar toll ist, sondern die kaufen das zum Beispiel. Warum kauft man ein iPhone zum Beispiel? Was sind verschiedene Zielgruppenaspekte, die Leute dazu bewegen, wegen iPhone zu kaufen, die jetzt noch nicht immer iPhones kaufen und das sozusagen deswegen aus markentechnischen Gründen machen? Ja. Ja, genau. Könnte zum Beispiel sein, es ist schneller. Das ist zum Beispiel höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das iPhone zum Beispiel nicht das schnellste Telefon ist. Zumindest habe ich bei mir immer das Gefühl. Was noch? Prestige, ja. Es gibt Leute, die, genau, und obwohl ich komme, zum Beispiel das Prestige, wenn ihr durch diese Apple-Website durchscrollt. Also wer schon mal wirklich Webdesign sich angucken will auf einem ganz hohen Level, scrollt man einfach durch die Apple-Seiten durch. Das ist geistesgestört. Das heißt, das Prestige des Produktes überträgt sich erstmal durch das, was nicht das Produkt selbst kann, sondern wie das Produkt präsentiert wird. Und auch nicht nur durch die Bilder, sondern zum Beispiel durch die Idee des Gründers. Think different. Der Grund, warum wir alle ein iPhone haben wollen, ist, weil wir anders sein wollen, ohne zu merken, dass eigentlich alle gleich sind, weil wir den größten Marktanteil haben. Das ist eine Sache, mit der man sich richtig identifiziert, die da sozusagen drauf eingezahlt hat über Jahre. Ihr werdet kein, wenn ihr das Ziel habt, geil, let's go. Ich will niemanden aufhalten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr so eine Marke aufbaut wie Apple, ist sehr unwahrscheinlich. Apple ist eine der geilsten und krassesten Marken. Das ist ein Kult. Das ist eine sektenartige Bewegung, Apple. Ihr kennt zum Beispiel, wenn ihr am Tisch sitzt und einer sagt, boah, iPhone ist voll scheiße. Direkt 5 Leute, was? Kennt ihr das? Also ich kenne das, weil ich war lange Apple-Hater, bis ich irgendwann mal gezwungen wurde, jeden Scheiß von denen zu kaufen. Was auch cool ist, also mittlerweile finde ich es auch gut. Aber ich war immer jemand, der es kritisiert hat und alle Leute wirklich sehr, 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 sehr starken Support dafür. Das ist genauso wie bei Autos. Ja? Zum Beispiel, ich liebe Mercedes, wenn mir irgendjemand erzählt, BMW ist das krasseste Auto, dann sage ich auch, ja, stimmt nicht. So, das heißt, die bringen mich dazu, ohne dass ich was dafür kriege, für die sozusagen noch Marketing zu machen. Das heißt, die Brand von Apple ist geil, aber du kaufst das iPhone nicht wegen dem Produkt, sondern wegen dem Angebot. Allem, was du drumherum bekommst. Ja? So, machen wir es mal auf normales Produkt und denken mal, was könnte das für uns bedeuten? Eine Frage, die man sich zum Beispiel stellen kann, und diese Frage ist sehr, 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 sehr umsatztreibend. Was könnte einen Kunden hindern, mein Produkt zu kaufen? Diese Frage ist wirklich, also es ist eine der,
weil ihr das noch nicht gemacht habt, versteht ihr das nicht. Als ich darauf gekommen bin ich innerlich eigentlich ausgeflippt. Das ist super simpel, aber es ist geistesgestört. Weil wenn ihr diese Frage immer wieder beantwortet und nach für nach jede Barriere aufbaut und wegschmeißt und durchbrecht, dann werdet ihr conversion-technisch euren gesamten Markt wegdominieren. Was könnte einen Kunden hindern, mein Produkt zu kaufen? Das fragt sich, by the way, fast niemand. Sondern man denkt immer, warum kaufen die denn nicht? Das ist doch super. Ja, ich habe Bewertungen, ich habe tolle Bilder. Kauft mal mein Produkt, warum kauft ihr nicht? Aber sich wirklich zu fragen, warum kaufen die nicht? Warum kauft man kein Zelt? Haut mal was rein. Fehlende Beschreibung, genau, ich weiß gar nicht genau. Mir fehlt eine Information. Mir fehlt irgendeine Information. Zum Beispiel, wie lange dauert der Aufbau? Wie aufwendig ist das? Kann ich das überhaupt? Wie viele Leute gehen das erste Mal zelten? Ich meine, es ist ein riesiger Wachstumsmarkt. Super viele Leute gehen vielleicht das erste Mal zelten oder haben das noch nie alleine gemacht und fragen sich, kriege ich das überhaupt alleine aufgebaut? Wenn diese Information nicht da ist, kann euer Produkt so geil sein, wie wollen die Leute kaufen die? Oder zumindest ein großer Teil, ihr verliert sehr viele Kunden. Ja, was noch? Ja. Ja, genau, fehlende Abmessungen, wie groß ist es? Vielleicht sind auch die Abmessungen da, aber der Kunde zum Beispiel sieht halt 2,38 Meter mal 1,99 Meter und denkt sich, okay, was bedeutet das für mich? Also was ist das überhaupt? Ich habe das ja nicht, ich höre das im Kopf, aber kann ich da jetzt zu zweit, zu zweit, zu dritt, zu viert? Ja. Vielleicht kein Trust, genau. Also das jetzt beim Zelt wahrscheinlich kann sein, aber es könnte zum Beispiel sein, wenn ich jetzt ein, es kommt später noch ein Beispiel, zum Beispiel ein Fahrradhelm kaufe, dann gucke ich halt, okay, ist der vielleicht zertifiziert? Oder ich kaufe einen Kindersitz oder sowas. Dann will ich ja gucken, zum Beispiel, ich war, schöne Story, ich war so einen Kinderautositz kaufen für meine Kleine und war mit meiner Freundin da und ich bin reingegangen und habe gedacht so, jo, ich kenne keine Marke in dem ganzen Laden hier, ich kaufe so ein Maxi-Cosi-Ding, das stand ganz vorne, war ganz groß. So, das ist mir schon scheiße, das kostet 250 Euro oder sowas. Kommt meine Freundin von hinten? Ich habe die Testdings gelesen hier, TÜV-Testberichte gelesen, wir kaufen auf keinen Fall den Maxi-Cosi, das ist der letzte Schrott, wir müssen irgend so ein Q-Lex oder sowas, Cybex, ich weiß nicht mal, wie der Name davon genau ist. Natürlich nochmal 150 Euro mehr, aber gut. Und haben das Ding gekauft, weil das irgend so ein TÜV-Crash-Test bestanden hat, wo, wenn man einen Unfall baut, dann das Kind irgendwie sicherer ist. Das hatte das andere, das war da nicht durchgefallen, glaube ich, sondern das hatte das einfach nicht. Sonst hätte ich es zu 100, ich wollte dieses Produkt kaufen. Aber ich konnte es nicht kaufen, einmal wegen meiner Freundin und zum zweiten Punkt eben wegen am Ende des Tages dieser fehlenden Eigenschaft. Das heißt, beim Zelt können das super viele sein, aber das kann man sich bei jedem Produkt, zum Beispiel wo wir vorhin waren, bei einem Abfluss. Welche Größen gibt es dafür? Passt es zu meinem Abfluss? Ist dieses Proteinpulver für mich das Richtige? Ja? Warum kauft jemand bei mir und nicht bei seinem Konkurrenten? Also ich sage mal, stellt euch mal vor, ihr würdet euer Produkt und 10 andere Produkte auf den Tisch nebeneinander legen und jetzt fragt ihr Leute, warum kauft ihr das und nicht die anderen? Was würden die sagen? Darüber Gedanken machen, was... Das muss man zur Geltung bringen. Das ist später ein direkter Eingriff ins Marketing. Ihr müsst verstehen, der Kunde auf Amazon, der vergleicht. Der hat mehrere Angebote. Der will kaufen, aber der vergleicht. Das heißt, es geht nicht darum, den davon zu überzeugen, dass er ein Zelt braucht. Sonst wird er nicht auf Zelte bei Amazon suchen. Das will der schon. Ja? Ihr braucht im Grunde genommen am Ende des Tages den entscheidenden Unterschied. 1 Million Informationen über die Materialstärke von euren Heringen oder dies, das, jenes, juckt vielleicht den Kunden gar nicht, wie dieser ein entscheidende Punkt, warum man bei euch kaufen sollte und nicht bei jemand anderem. Branding kann ein großer Punkt sein, auch schon von Anfang, sprechen wir morgen mehr drüber. Auswahl, wie gesagt, Varianten hatten wir gerade. Der Preis, jedes große Unternehmen fährt eine gleiche Preisstrategie. Das kennt ihr, egal ob ihr eine Software kauft oder was auch immer. Günstig, mittel, teuer. iPhone, iPhone Pro, iPhone Pro Max. C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse. Früher, als ich Stollenschuhe gekauft habe, war das auch immer so. Wer hat von euch Fußball gespielt? Oder spielt Fußball? Ja. So, es gab bei Stollenschuhen immer so eine super Billo-Variante für 20 oder 30 Euro, also einen ganz günstigen Schuh von der gleichen Marke. Ja, muss ich auch manchmal tragen, weil die waren echt nicht so geil. Und dann, das ist das, was dann die meisten wahrscheinlich gekauft haben, war immer so eins für 50, 60, 70 Euro. Und dann gab es noch immer ein Modell für 200 Euro. Warum ist es sinnvoll, so eine Preisstrategie zu fahren? Weil du die Zielgruppe mitnehmen kannst. Du vergrößerst wieder deine Zielgruppe. Ja? Das heißt zum Beispiel, wir haben gerade einen Kunden, mit dem skalieren und eigentlich eskalieren wir mit dem Campingtoiletten durch die Decke. So, das läuft richtig, richtig, richtig gut. Und jetzt haben wir halt so Campingtoiletten in dem mittleren Preissegment. Und jetzt als nächstes kommt Campingtoiletten für 200 bis 300 Euro mit so Holzsachen und sowas. Und jeder lacht sich darüber kaputt, dass sie keiner verkauft. Aber in der ersten Testbestellung sind die Dinger Rocket gegangen.
weil es noch gar kein Angebot für die gibt. Ja? Das heißt, derjenige, der eine Campingtoilette kauft und nicht vielleicht im Zelten ist, sondern Dauercamper ist oder sowas, der bezahlt auch vielleicht 200 oder 300 Euro dafür, damit er angenehm scheißen kann. Ja? So, Zielgruppe. Wer ist meine Zielgruppe? Wer ist das überhaupt? Zeige ich vielleicht in meinen Bildern irgendwelche Leute, die gar nichts mit meiner Zielgruppe zu tun haben? Das machen super viele Leute. Und kommunizierte Vorteile. Welche Vorteile kommuniziere ich? Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass euer Kunde euer Marketing für euch übernimmt und sich die Vorteile eurer Produkte erdenkt. Ihr müsst dafür Marketing bedeutet später, und Marketing ist ein Teil des Angebots, wir werden morgen da tiefer drauf eingehen, bedeutet Kommunikation, dem Kunden klarzumachen, why my product und nicht das von meinem Konkurrenten. Hier mal ein Beispiel. Ja, zweimal ein Proteinpulver mit einer vollkommen anderen Zielgruppe. Linke Zielgruppe, ja, ist mehr für Pumper. Leute, die sagen, boah, ich will richtig durchziehen, ich will einen krassen Körper haben. Ja, ich will richtig gut aussehen. Ich will richtig stabil durch die Decke gehen. Dafür suche ich was. Dann wirbst du mit so einem Bild. Das andere, Diet Way Isolate 90, ist zum Abnehmen. Das wird sich kein Mensch kaufen, selbst wenn das von den Inhaltsstoffen das gleiche Produkt wäre. Selbst wenn es günstiger wäre, der so aussehen will wie der Typ auf der linken Seite. Obwohl es das gleiche Produkt ist. Weil die Zielgruppe, es ist eine andere Zielgruppenansprache. Ja? Das ist auch eigentlich mehr ein bisschen verkaufspsychologisch, aber das ist das, wozu ich euch bewegen will. Denkt nicht in dieser Produktidee, sondern denkt im Angebot, denn da wird später das Geld generiert. Im Angebot, im Verkauf. Ja? Hier zum Beispiel für Zelte ist das ein Produktbild, das habe ich mir rausgesucht. Was ist daran nicht gut? Ja, genau, es ist viel zu viel. So, guck mal, derjenige, der zum Beispiel jetzt eine Fahrradtour in diesem Gebiet macht, kauft doch bestimmt ein ganz anderes Produkt als jemand, der ein Festival besuchen will. In dem Moment, wo du Festival auf dein Zelt draufpackst, senkst du den Wert von deinem Produkt, weil die sich denken, guck mal, das ist doch so ein One- oder Zwei-Tage-Usage-Ding, da wird doch keiner so ein Ding kaufen. Das ist total stupid eigentlich, ein Festival-Ding drauf zu machen. Ja? Oder zum Beispiel Angeln. Also ich bin Angler, so ein Bild zum Beispiel, da denkst du dir, yo, das ist überhaupt keine Zielgruppenansprache. Das sind irgendwelche komischen Goldfische in irgendeinem Teich. Wenn du jetzt als Angler ein richtig geiles Zelt haben willst und willst es für einen geilen Preis verkaufen, dann kannst du nicht solche Bilder da reinpacken. Oder im Garten. Wenn du im Garten hast, das sind deine Kinderzelten im Garten, aber da kauft keiner ein Zelt für 200 Euro, um im Garten zu zelten. Höchstwahrscheinlich zumindest nicht. Das heißt, hier werden alle Zielgruppen angesprochen und das macht, obwohl das Produkt geil ist, das Marketing etwas schlechter. Müssen wir ausbessern. Ist mir beim Erstellen der Präsentation aufgefallen. Ja? Oder hier ist das Thema. Ne? So, alle Produkte, Fahrradhelme, könnt ihr mal gerne eingeben. Super interessantes Produkt. So, warum kauft man sich ein Fahrradhelm? Weil man, ich habe es so gelernt, meine Mom ist in der Physiotherapie, die arbeitet im Krankenhaus mit so Leuten, die wirklich am Arsch sind. Also, das ist so da, wenn man da immer sitzt, wo man so ein bisschen so ein schweres Herz bekommen, weil da sitzen da teilweise 20-jährige Leute, die können nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen, die können gar nichts mehr und waren vorher kerngesund. Und deswegen zum Beispiel hat meine Mama gesagt, du musst einen Helm tragen, Junge. Sonst fliegst du immer auf die Fresse und siehst so aus wie die Leute, mit denen ich arbeite. Also wirklich hat sie das so gesagt. So. Was also ist wichtig? Schutz. Kein Mensch trägt den Helm, weil er den eigentlich tragen muss, sondern weil er den tragen will. Das heißt, es geht wirklich darum, sich zu schützen. So. Maximaler Schutz bezahle ich auch gerne mehr Geld für. Also ich nicht jeder, aber ein Teil der Zielgruppe wird bereit sein, um nicht gelähmt zu sein oder sonstiges, mal 60 oder 70 Euro einmal in den Helm mehr zu investieren. Das muss er ja nicht jeden Tag bezahlen. So, und jetzt zum Beispiel sehe ich in den Bewertungsbildern des Kunden, ist dieses Bild hier rechts, das ist von diesem Produkt hier. Das verkauft sich für den Preis relativ schlecht eigentlich. Hier sind diese ganzen Zertifikate und TÜV und dies. Da ist sogar ein Video von dem Kunden drin, wo die so einen Test mit dem TÜV gemacht haben, wo das so diesen Wassermelonen-Test, wo das immer mit dem Kopf so getestet wird. Das muss man doch aufs Hauptbild draufbringen. Das muss man doch sehen. Ich klicke doch viel eher auf das Ding, wenn das... Guck mal, der Grund, warum ich das Produkt nicht kaufe, warum will ich dieses 24,99 Produkt nicht kaufen? Ja, weil es zu günstig ist. Ich will keinen 24,99 Helm, dann kann ich auch gar keinen benutzen. Aber wenn ich sehe, die haben das alle, dann kann er das wahrscheinlich auf 39,99 packen und wird mehr verkaufen. Und das ist super, 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 super stupid. Also, alleine durch das Vermeiden dieser Fehler werdet ihr in der Produktsuche, Produktauswahl so dermaßen viel, ich sag mal vor allem Geld, was ihr hättet verbrennen können, nicht verbrennen. Ja? Das ist enorm. Also das sind die Fehler, die am meisten kommen. Ich wünsche mir für jeden Einzelnen von euch, dass ihr Fehler auf gar keinen Fall macht. Und leider manchmal passiert es, wenn man einen Fehler unbewusst macht. Aber deswegen wirklich immer nach Feedback fragen, auch gerne auf uns zukommen.
Das ist super wichtig. Und genauso bauen wir halt Produkte wirklich in allen erdenklichen Bereichen auf. Also wir haben Leute, die verkaufen Produkte, da würdet ihr selbst sagen, sowas wie Kaltraucherzeuge, wo man noch nie was von gehört hat, machen damit geile Umsätze. Hier mal ein paar Beispiele. Hier mal, ich wollte mal ein Video zeigen. So könnte das zum Beispiel aussehen von den zwei Jungs, die ich vorhin schon gezeigt hatte. Hier zum Beispiel ein Campingstuhl. Nur mal, dass ihr das seht. So, das ist jetzt gerade keine Saison. Ja? Aber das ist zum Beispiel ein Produkt. Man sieht direkt, oder ich weiß nicht, wie gut das jetzt von der Auflösung her ist, da ist irgendwas anders bei. Das Produkt richtet sich an ein sehr kaufkräftiges Publikum, was länger darauf sitzt. Es wurden Polster installiert in dem Campingstuhl. Bedeutet also im Grunde genommen ein System, was jeder Bürostuhl vor 10 oder 20 Jahren schon gemacht hat, ergonomisch zu werden. Einfach auf den Campingstuhl übertragen. Passende Bilder zu der Zielgruppe, die sie tatsächlich kauft. Deutlich höherer Verkaufspreis als die meisten anderen Seller. Und wenn wir einmal rübergehen, das war deren erstes Verkaufsjahr. Da haben sie das, wie gesagt, das ist kein Wunder, das ist über ein ganzes Jahr. Aber es ist trotzdem geil fürs erste Jahr, fürs erste Produkt. 200.000 Euro Umsatz, dabei 67.000 Euro Gewinn gemacht. Also extrem geil. Und genauso kann das bei euch im Grunde genommen vom Look and Feel, dass ihr dafür ein Gefühl bekommt, im ersten Jahr eben auch aussehen. Ja? Weil das sind sehr, sehr realistische Zahlen. Alright. Dann ganz wichtig, weil ich will gleich in dem Blog da ein bisschen drauf eingehen, damit wir ein bisschen konkreter auch in eure Richtung gehen können und schauen können, wie wir euch auch konkret weiterhelfen können, beziehungsweise dass für euch auch die Sachen, die ich gerade gezeigt habe, auch in die Realität kommen. Denn zwischen diesen, boah, das sieht ja geil aus oder das macht voll Sinn, zu, ey, das ist real für mich, für dich, der du jetzt gerade hier sitzt und dann selbst deine Umsätze dir anguckst und deine Gewinne anguckst, was super realistisch ist, ja. Und das ist mir das Wichtige. Also erstmal als Frage, habt ihr alle Ziele und Träume, für die es sich zu kämpfen und zu arbeiten lohnt? Ja oder ja? Ja. Alles klar. Habt ihr Bock, alles zu geben, was nötig ist, um diese Ziele zu erreichen? Ja oder ja? Ja.